Hallo, liebe Pfeifenfreunde. Jetzt habe ich hier, den habe ich schon eine Weile und ich glaube, den gibt es auch schon sehr lange auf dem Markt, diesen Clan Original. Ja. Ich hatte früher mal bei jemandem auch einen Clan probiert, der war irgendwie mit, ja, ich glaube so mit Seewasser benetzt oder getränkt, irgendwie so aromatisiert. Ja, ich dachte, das wäre der, aber das ist jetzt doch ein anderer. Ja, der würde 14 verschiedene Tabake enthalten, also nicht aromatisiert. Ja. Ist eigentlich ein bekannter Tabak. Ja, ich stelle ihn trotzdem jetzt mal vor. Ja, ich habe die Pfeife Morena von Albarella Morena, so, das ist relativ klein, und ich stopfe jetzt mal mit dem Filter, ist schon drin, 9 mm. So, dann probiere ich auch mal was Neues aus, was ich bekommen habe. Ein Original Zippo Benzin Pfeifenfeuerzeug. Ja, brennt super. Das ist kein Superbenzin, kein Zippo-Benzin, es ist einfach reines Waschbenzin. Das genauso. Ja, der ist ja, der ist auch nicht besonders stark, so medium will ich sagen. Ja, echt gut gemischter Naturtabak. Ja, steht eigentlich jetzt nicht so dabei, was jetzt alles für Sorten drin sind. Ja. Aber so sind es eigentlich mehr bisschen die hellen, helle Sorten und bisschen dunkel, also so Black Cavendish glaube ich jetzt gar nicht so arg. Ja. Jedenfalls soll es den schon lange geben, ja, ich glaube schon seit den 70er Jahren.
Raumduft, das kann ich jetzt nicht hier so. Das merkt man nicht so direkt, wenn man selber raucht. Vielleicht später dann, ja, was so im Raum dann noch ist im Zimmer, wenn man vielleicht wieder reinkommt. Ja, aber ich denke mehr so, vielleicht wie eine Zigarre etwa. Ja, weil es auch nicht so aromatisiert ist. Ja. Hier habe ich noch zwei andere Benzinfeuerzeuge. Sind halt so No Name, die ich schon länger hatte. Hatte ich jetzt auch wieder. Das war, glaube ich, von einem Whisky irgendwie mal dabei gewesen. Aber wird auch einwandfrei mit dem Waschbenzin. Und hier das auch so ein No Name Ding. Dazu ein Kaffee, jetzt Nachmittag ist 4 Uhr durch. Ja, ich habe noch ein paar andere Tabake, die ich so noch nicht vorgestellt habe. Das werde ich jetzt die Tage dann auch machen. Ja. Ja, der geht auch nicht ständig aus, weil der auch relativ trocken ist. Also wenn ich den feuchtere Tabake, ja, die gehen der schneller aus, ja, als der relativ trockene. Ja. Und der war auch schon hatte schon ein bisschen länger, der hatte. Jetzt, der hatte 50 Gramm 8,20 € gekostet mittlerweile. Ich habe den jetzt gesehen für 10 € so viel. Ne. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich den geholt habe, ob ich den im Frühjahr oder ob ich es letztes Jahr geholt habe. Ja. Also ist doch die Preise ziemlich gestiegen. Also der ist auch nicht so. Sag mal nicht so Virginia süß, das ist ja jetzt nicht so. Der ist fast, ja, wenn man dran riecht, an dem Tabak dran riecht, dann kommt es einem fast vor, wie wenn da auch irgendwie geräucherter Tabak mit dabei wäre. Ja. Also der ist ja, auch recht würzig. Ja. Also, das ist nicht schlecht, so kleine Pfeife für zwischendurch, so vielleicht auch eine Pausenpfeife oder sowas. Ja, ist der ganz gut. Wie gesagt, den Raumduft, ja, den bemerkt man ja am ehesten als Passivraucher. Wenn man irgendwie dabei ist oder später zum Beispiel, wenn man wieder in den Raum kommt. Ja, jetzt selbst beim Rauchen selbst merkt man das nicht so. Ja.
Okay, na, dann bis zum nächsten Mal.